Ja, liebe Genossinnen und Genossen, danke Matthias für die schönen Bilder. Wir beraten ja hier, wie wir alle aktiv jetzt mitmachen konnten, unser Wahlprogramm. Haben alle gesehen, dass es so viele Anträge wie nie gab. Merken alle, dass es sehr anstrengend ist für diejenigen, die das leiten müssen. Aber, liebe Genossinnen und Genossen, das zeigt natürlich zuallererst, dass wir eine demokratische Partei sind, dass wir eine streitbare Partei sind und dass wir eine streitende Partei sind, die pluralistisch ist, das Leben in unserer Partei ist. Und liebe Genossinnen und Genossen, das zeigt vor allen Dingen auch, wir haben verstanden, worum es am 24. September in diesem Jahr geht. Manche sagen, es geht um alles. Ich will sagen, ja, es geht um eine Bundestagswahl. Aber liebe Genossinnen und Genossen, es geht auch neben der Politik in Deutschland darum, wie sich Europa weiterentwickelt. Und ein bisschen mit Tim Bensko geht es auch darum, dass wir die Welt verändern wollen, liebe Genossinnen und Genossen. Die Frage steht, bewegt sich das Land, bewegt sich Europa weiter nach rechts oder gelingt es uns, das Land nach links zu verschieben? Wir brauchen dringend eine andere Politik in der zentralen Industriemacht Europas, liebe Genossinnen und Genossen. Im Wahlprogramm steht sehr früh, die Welt ist aus den Fugen geraten. 60 Millionen Menschen auf der Flucht, davon 28 Millionen Kinder, 200 Kriege, bewaffnete Konflikte in Somalia, im Südsudan, in Jemen, in Nigeria, in Äthiopien, verhungern Frauen, Kinder, Familien. Alle 15 Sekunden verhungert auf der Welt ein Kind, liebe Genossinnen und Genossen. Laut UN sind 795 Millionen Menschen weltweit vom Hunger bedroht. Und währenddessen tagen die selbsternannten G7, und statt dass von dort ein Zeichen, ein Programm gegen diese humanitäre Katastrophe ausgeht, passiert was völlig anderes. Donald Trump verkauft den Saudi-Arabiern, den Saudis für Milliarden Rüstungsgüter, für eine feudale Diktatur, die einen blutigen Krieg im Jemen führen. Und auch die Bundeskanzlerin vereinbart eine engere Zusammenarbeit der Saudis mit der Bundeswehr. Und Deutschland exportiert Panzer nach Saudi-Arabien. Das sind übrigens die, die in Deutschland radikale Moscheen finanzieren. Das sind Terroristenfinanzierer. Das alles ist doch nicht mehr normal. Wer Fluchtursachen bekämpfen will, darf nicht Waffen in Krisengebiete liefern. Der muss Hunger und Armut bekämpfen, liebe Genossen. Nur Tage nach dem Milliardendeal mit Saudi-Arabien kommt aus Washington das nächste katastrophale Signal. Trump hat für die USA das Pariser Klimaabkommen aufgekündigt. Der glaubt anscheinend wirklich, dass er nur die Tür im Penthouse seines Towers in New York schließen braucht, damit die Benutzung seiner Haarspraydosen keinen Einfluss auf unser Klima haben wird. Liebe Genossinnen und Genossen, Donald Trump ist ein Klimavergifter. Im Weißen Haus sitzt jetzt ein feister Krieger, ein Rassist, ein Sexist. Und niemand weiß im Moment, was morgen passiert. Der Skandal um den ehemaligen FBI-Chef, all dieses ist ein Zeichen, ja, die Welt ist aus den Fugen geraten. Der Terror hat in den letzten Jahren immer mehr zugenommen. Manchester, London, Petersburg, Berlin, Paris, alles furchtbare, gemeine, hinterhältige Attacken. Und ja, die Linke stellt sich auch dem Thema innere Sicherheit. Aber anders als andere machen wir das nicht zulasten von Bürgerrechten, sondern wir wollen das miteinander verbinden, liebe Genossinnen und Genossen. Aber leider ist mit dem gewachsenen Terror nicht die Erkenntnis gewachsen, dass Terror nicht mit Krieg zu bekämpfen ist. Wir müssen doch darum kämpfen, dass die Ursachen für den Terror beseitigt werden. Denn das alles hat doch mit Politik zu tun. Die Große Koalition ruft nach jedem dieser Akte Verschärfung, Verschärfung, Verschärfung von Gesetzen. Und was tut sie praktisch? Sie schickt Soldaten und Waffen in alle Welt. Wir sind der drittgrößte Waffenexporteur. Und damit tragen wir Mitverantwortung für diese Situation, liebe Genossinnen und Genossen. Und deswegen sage ich, die Flüchtlinge, die kommen, das sind die Botschafter der Kriege und des Elends dieser Welt, liebe Genossinnen und Genossen. Und wenn es denn
Wenn es denn schon einen solchen Präsidenten gibt, dann bräuchte es ein starkes, ein friedliches Europa. Aber die EU steckt in der größten Krise ihrer Geschichte. Der Brexit, die unbewältigte Finanzkrise, die grassierende Jugendarbeitslosigkeit in den Südländern, in Griechenland, Spanien, seit 4 Jahren über 50%. Da wächst eine Generation der Hoffnungslosigkeit heran. Und es ist die Generation, die wir brauchen, um ein neues, ein gerechtes Europa aufzubauen. Und es gibt das Erstarken des Rechtspopulismus. Der ist mit Frau Schittlo in Polen und mit Herrn Orban in Ungarn auch in Regierungsverantwortung. Der Rechtspopulismus ist die dunkle Seite des Neoliberalismus, liebe Genossinnen und Genossen. Und da war natürlich das Ergebnis in Großbritannien neben Jeremy Corbyn auch ermutigend, weil UKIP so eingebrochen ist, weil sie nicht im Parlament sind. Ja, man kann Rechtspopulisten aus den Parlamenten heraushalten. Liebe Genossinnen und Genossen, die aktuelle Politik von Merkel und Schäuble, die gefährdet das historische Projekt eines friedlichen und eines geeinten Europas, für das die Linke europaweit immer gestritten hat. Angela Merkel und Wolfgang Schäuble haben mit ihren Troika-Diktaten, ihrer Austeritätspolitik und ihrer völlig verfehlten Flüchtlingspolitik das europäische Projekt an den Rand des Scheiterns gebracht. Die tragen die Verantwortung dafür. An den Außengrenzen der EU sterben täglich Menschen auf der Flucht. Und der tote Junge am Strand von Bodrum, der ist zu einem Symbol geworden. Und ich sage, die Linke wird sich nie mit einer Politik abfinden, die tote Kinder an Strände spült, liebe Genossinnen und Genossen. Gleichzeitig unternimmt Viktor Orban alles, um einen europäischen Humanismus zu verhindern, weil er nicht einen einzigen Flüchtling aufnehmen will. Und Viktor Orban, das ist der Kumpel von Horst Seehofer. Das ist ein gern gesehener Gast der Regierungspartei CSU bei ihren Klausuren. Und das ist das Land, was weiter Mittel aus europäischen Fonds erhält. Ich sage, liebe Genossinnen und Genossen, so geht das nicht weiter. Wir werden den Bundestagswahlkampf nutzen, um einen Neustart der europäischen Idee, der Europäischen Union zu werben, liebe Genossinnen und Genossen. Wer einen Politikwechsel in Europa will, wer die Erpressung Griechenlands beenden will, wer sich für die Rechte der Arbeiter und Arbeiterinnen in den Mitgliedstaaten einsetzen will, wer einen zweiten Brexit und einen gewaltsamen wie ideologischen Nationalismus eindämmen will und bekämpfen will, der muss für einen Politikwechsel in Deutschland kämpfen, liebe Genossinnen und Genossen. Und ich sage noch eins, die Bundestagswahl könnte nur ein Zwischenschritt werden. Ja, ich will, dass wir drittstärkste Kraft im Bundestag bleiben. Ich will, dass wir ein zweistelliges Ergebnis erzielen. Ich will nicht nur Merkel aus dem Kanzleramt und die Große Koalition beenden. Ich will auch, dass wir nach der Bundestagswahl an einem gemeinsamen europäischen Zukunftsprojekt arbeiten, ab September 2017. Und ich bin überzeugt, wenn wir das schaffen, dann können wir bei der Europawahl 2019 in ganz andere Dimensionen, nämlich die unserer griechischen und unserer spanischen Genossen, vorbringen. Liebe Genossinnen und Genossen, Wolfgang Schäuble zwingt die europäischen Länder zu sogenannten Reformen. Die treffen die Rentnerinnen und Rentner, treffen häufig den öffentlichen Dienst, treffen nie die Superreichen in diesen Ländern. Aber Wolfgang Schäuble ist im Übrigen auch der, der den Cum-Ex-Skandal zu verantworten hat, wo Milliardenbetrügereien aufgedeckt worden sind. Das ist der, der dilettantisch die Brennelemente-Steuer verhandelt hat. Das ist im Übrigen auch der, der mit Panama Papers was zu tun hat. Was ist eigentlich daraus geworden? Da wurde so viel angekündigt. Da sind Milliarden illegal versteckt worden. Das alles ist in der Verantwortung des Finanzministers. Und der tut eben fast nichts. Es bleibt dabei, die teuersten Flüchtlinge sind die Steuerflüchtlinge, liebe Genossinnen und Genossen. Die Frage steht also, gelingt es, soziale Gerechtigkeit, soziale Sicherheit, Abrüstung, ein Nein zum Krieg zu Grundlagen der weiteren gesellschaftlichen Entwicklung zu machen? Oder wird Merkel weitermachen dürfen? Und ich sage, nein,
kein weiteres Voran auf diesem Holzweg, liebe Genossinnen und Genossen. Die Voraussetzung dafür ist, dass wir eine starke Linke bekommen. Dafür kämpfen wir alle. Dafür kämpfe ich als Fraktionsvorsitzender. Dafür kämpfe ich gemeinsam mit vielen, mit Sarah als Spitzenkandidaten, dass wir was hinkriegen. Und darauf können sich die Wählerinnen und Wähler verlassen. Die Linke steht für Verlässlichkeit, dass mit uns es zu fortschrittlichen Veränderungen kommt. Wir sind nicht das Experiment, wie immer erzählt wird, das für Unsicherheit und Risiko steht. Nein, wir stehen für die Zukunft. Es ist die Große Koalition, die ein Risiko für die Menschen in diesem Land darstellt. Was hat damals Angela Merkel und was hat Per Steinbrück in dem Kanzlerduell gesagt? Die Große Koalition ist das Schlechteste fürs Land. Und Sie haben recht gehabt, liebe Genossinnen und Genossen. Es war das Schlechteste fürs Land. Es kann doch nicht nochmal 4 Jahre Stillstand, 4 Jahre Hasenfüßigkeit, Kürzungen und Aufrüstung mit der Kanzlerin Merkel geben. Das ist eine Hochrisikopolitik für unser Land, weil Sie die Gesellschaft spalten, liebe Genossinnen und Genossen. Noch nie hat es so viele Superreiche in diesem Land gegeben und gleichzeitig so viel Armut. 120 Milliardäre inzwischen, das ist 1000-mal eine Million. 1,2 Millionen Vermögensmillionäre, das alles wird man nicht durch eigene Hände arbeiten. Und auf der anderen Seite 522.000 Kinder in Langzeit-Hartz IV und fast 2 Millionen Kinder, die von Armut bedroht sind. Und ich habe das in dieser Woche wieder ganz konkret in Vorpommern bei mir zu Hause erlebt. Hat meine Mutter gesagt, ich muss das Geld für die Klassenfahrt zusammenkratzen und kann dafür am Wochenende meinem Kind kein Eis kaufen. Das ist sehr konkret. Es ist gut, dass die Landtagsfraktion in Mecklenburg-Vorpommern wie viele andere in den Ländern dieses Thema zu einem zentralen Thema gemacht haben, wie wir das auch in unserer Bundestagsfraktion gemacht haben. Ich habe das Netzwerk gegen Kinderarmut mitgegründet. Und ich glaube, das muss eine herausragende Aufgabe für uns sein, an diesem Thema langfristig dran zu bleiben. Es kann nicht sein, dass in diesem reichen Land Kinder von Armut bedroht sind. Und zur Wahrheit gehört auch, dass das Vermögen der 500 Reichsten der Deutschen von 2011, wo es 500 Milliarden waren, 2011 auf 692 Milliarden gestiegen ist in dieser kurzen Zeit. Wir wissen alle, dass bei 40% der Bevölkerung seit 1990 nicht dazu gekommen ist. Diese beiden Zahlen gehören zusammen. Dieser Reichtum, das sind übrigens 2 Bundeshaushalte, das ist obszöner Reichtum. Eine Gesellschaft, die Milliardäre hervorbringt, ist dann schlimm, wenn zugleich 2 Millionen Kinder in Armut leben und alte Menschen im Müll nach Flaschen sammeln müssen. Das ist nicht zu akzeptieren. Und das alles ist Ergebnis von Politik, und zwar von der jetzigen Politik der Großen Koalition, liebe Genossinnen und Genossen. Das müssen wir verändern. Wir müssen endlich umverteilen von oben nach unten, liebe Genossen. Ich werbe für eine große Steuerreform, die Milliardäre verhindert und die dafür sorgt, dass Armut zu einem Fremdwort wird in unserem Land. Und wir müssen endlich kraftvoll in die Zukunft investieren, in Schulen, in Krankenhäuser, in die moderne Netzinfrastruktur. Es kann doch nicht sein, wenn ich zu mir nach Mecklenburg-Vorpommern fahre, 60% der Strecke gibt es keinen Empfang. Ich dachte immer, das ist nur bei uns so. Jetzt im Wahlkampf in NRW habe ich erlebt, dass so das halbe Land ohne Netze. Und das in einer Industriemacht, da kann man ja mal nach Estland gucken. Die haben das hingekriegt. Da muss doch mal möglich sein, Investitionen in solche Netze zu stecken. Wir wollen das Steuersystem verändern, ja. Wir haben immer noch das Steuersystem des vergangenen Jahrhunderts. In den letzten 2 Legislaturen ist gar nichts verändert worden. Eine einzige Veränderung, Erbschaftssteuer. Und das auch nur, weil sie verfassungswidrig war und die Regierung nachkorrigieren müsste. Und was ist passiert? Ein Erbschaftssteuerreformchen, wenn überhaupt. Was wir da einnehmen, gut 5 Milliarden. Wir müssen mal ein Beispiel nehmen an den Vereinigten Staaten. Ich meine, die sind wirklich nicht sozialistisch. Aber hätten wir die Erbschaftssteuer, würden wir 50 Milliarden einnehmen. Oder wir gucken nach Frankreich oder nach Großbritannien. Überall wird dafür gesorgt, dass nicht leistungslos vererbt
wird. Das Beispiel, was heute schon zweimal genannt worden ist von Susanne Klatten, die im Übrigen im April aus ihrem Aktienpaket 1,047 Milliarden bekommen hat. Das ist doch nicht normal, leistungslos aus Aktienpaket. Da muss man doch eingreifen. Da hat der Staat eine Verantwortung. Deswegen brauchen wir eine andere Steuer in unserem Land. Und deswegen müssen wir diejenigen, die reich sind, zur Kasse bitten. Und natürlich ist es so, dass wir kleine und mittlere Einkommen entlasten wollen, aber niemand braucht 1 Milliarde Euro zum Leben. Aber Milliarden Menschen weltweit brauchen soziale Gerechtigkeit, um in Würde leben zu können. Und ich sage an die Adresse der Milliardäre, verlasst euch drauf. Mit uns, den Linken, werdet ihr einen entsprechenden Beitrag für diese Gesellschaft leisten. Und ich sage gleichzeitig den Familien und den Kindern, die von Armut bedroht sind, verlasst euch drauf. Die Linke wird in diesem Land gegen Armut kämpfen, und zwar mit aller Konsequenz. Liebe Genossinnen und Genossen, ist hier so eine unerbittliche Uhr, deswegen hetze ich so ein wenig, aber halt die doch mal an, Matthias. Nee, dann nicht. Liebe Genossinnen und Genossen, keine der im Bundestag vertretenen Parteien will mehr über die Unterschiede Ost-West reden. Und es ist aber so, dass noch immer die Menschen in den neuen Ländern 20% weniger verdienen als im Westen. Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit muss bei Männern und Frauen, aber auch bei Ost und West gelten, liebe Genossinnen und Genossen. Es gibt weiter 400.000 Pendlerinnen und Pendler. Und noch immer ist es so, dass im Osten die Renten niedriger ist. Die Große Koalition hat es nicht geschafft, endlich die Ost- an die Westrenten anzugleichen. Frau Merkel hat 2005 gesagt, wir machen das in dieser Legislatur. Jetzt will sie das 2025 machen, ist da noch stolz drauf. Das ist 35 Jahre nach der deutschen Einheit. Man muss sich das mal vorstellen. Ein Rentner, der 1990 in Rostock in Rente gegangen ist, der ist 65 gewesen und der muss 100 Jahre alt werden, wenn er die Rentenangleichung erleben will. Das ist doch völlig inakzeptabel. Das ist eine Politik von einem anderen Stern, liebe Genossinnen und Genossen. Ich meine, es ist das Info-Institut. Das Info-Institut hat kürzlich berechnet, dass die Angleichung der Lebensverhältnisse in diesem Land, wenn das derzeitige Schneckentempo beibehalten wird, in 230 Jahren erreicht sein wird. Das ist das Jahr 2247. Ich hoffe mal, dass die Bundeskanzlerin dann nicht mehr im Amt ist, liebe Genossinnen und Genossen. Wir haben in einer Frage einen großen Konsens. Wir haben nichts, aber auch gar nichts gemeinsam mit Rassisten, mit Rechtspopulisten, rechtsradikalen Chauvinisten und Antisemiten. Ob sie Trump, Höcke, Gauland oder Le Pen heißen. Wer rechts verhindern will, muss Haltung haben und Haltung zeigen. Und liebe Genossen, das tut die Linke, darauf ist Verlass. Auch da war Großbritannien ermutigend. Wir kämpfen in diesem Wahlkampf auch darum, dass die AfD nicht in den Bundestag einzieht. Das ist noch möglich, liebe Genossinnen und Genossen. Diese Partei schürt Ängste und versucht, sich schäbig zu nutzen. Die tritt gegen die Schwächsten in unserer Gesellschaft auf und die will im Kern eine neoliberale Wende. Und ich sage, das Beste, die Rechte aus den Parlamenten rauszuhalten, ist endlich mit dem Sozialabbau zu brechen, Integration statt Ausgrenzung zu betreiben und Kriege, die den Terror noch stärker gemacht haben, endlich zu beenden. Und es ist natürlich falsch, das auch noch nachzuplappern, wie es die CSU macht. Die AfD wird dadurch nur stärker und das Klima in der Gesellschaft, das wird vergiftet. Deswegen wäre es im Übrigen ein Wert an sich, wenn die CSU aus der Bundesregierung rausfliegen würde, liebe Genossinnen und Genossen. Bei den Wahlen heißt es, Kreuz haben und kein Kreuz bei Rechtsaußen machen. Liebe Genossinnen und Genossen, was hat die Kanzlerin Merkel eigentlich global getan? Der Satz, der immer wieder gesagt wird, Fluchtursachen bekämpfen. Ich habe dazu was schon gesagt, was Waffenexporte und was Soldaten in aller Welt betrifft. Aber Frau Merkel macht Deals mit Regimes in aller Welt. Aktuell in Mali. Und es wird kaum darüber gesprochen, dass in der Sahara tausende Menschen verrecken. Und Angela Merkel hat auch den unsäglichen Flüchtlingsdeal mit dem Despoten Erdogan vereinbart.
Sie hat da Menschen- und Grundrechte mit auf den Verhandlungstisch gelegt. Die Türkei sperrt 150 Journalistinnen und Journalisten ein, darunter Deniz Şişel und Mazale Tule mit ihrer zweijährigen Tochter. Die Türkei tritt die Pressefreiheit mit Füßen. Erdogan führt einen blutigen Krieg gegen die Kurdinnen und Kurden, beschneidet systematisch Frauenrechte und hat die halbe HDP-Fraktion weggesperrt. Und ich sage von hier aus Solidarität mit den Leuten, die dort in den Knästen in der Türkei leben. Und liebe Genossinnen und Genossen, Frau Merkel hat auch die Bundeswehr in Incirlik stationiert. Und wir waren die Ersten, die gesagt haben, wir waren dagegen, das ist sowieso klar, aber wir waren die Ersten, die gesagt haben, die Bundeswehr muss da raus, wenn wir die nicht mal besuchen dürfen als Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Und liebe Genossinnen und Genossen, ich werbe dafür, dass wir mit den Erfolgen etwas mehr umgehen, die wir erreichen. Und das sage ich insbesondere auch ob der Diskussion, die wir hier gehabt haben zum Abstimmungsverhalten im Bundesrat. Ich habe auch für eine Enthaltung geworben. Das ist jetzt alles so gewesen. Aber lasst uns doch bitte im Wahlkampf dann mal in den Mittelpunkt stellen, dass Thüringen ein beitragsfreies Kita-Jahr einführt, dass Brandenburg das macht und dass Berlin beim Sozialticket von 36 auf 27 Euro zurückgegangen ist. Wir müssen im Wahlkampf und sollten im Wahlkampf unsere Erfolge in den Mittelpunkt stellen. Und dazu zählt auch, dass die Bundeswehr verlegt wird, auch wenn das natürlich nicht in unserem Sinne ist. Wir wollen, dass die Bundeswehr nach Hause kommt. Wir wollen, dass auch die AWACS-Aufklärer aus Konya abgezogen werden. Wir wollen im Übrigen, Dankeschön. Wir wollen im Übrigen, wenn man sich die 13 Mandate der Bundeswehr mal anschaut, dann frage ich mal, welches hat denn nachhaltig wirklich für Frieden gesorgt? Welches denn? 15 Jahre Bundeswehreinsatz in Afghanistan und es gibt dort keinen Frieden, sondern eine katastrophale Situation. Die Taliban kommen zurück, der Mohnanbau floriert, der Terror wird stärker. Da muss man doch mal fragen, warum soll man das so weiter tun? Und jetzt gibt es auch noch das unselige Gequatsche über das 2%-Ziel. Ich meine, die Rüstungsschmieden verdienen schon unendlich viel Geld an dem ganzen Rüstungsexport. Und jetzt auch noch Aufrüstung. Das ist doch absurd. Wir als Linke werden einen Abrüstungswahlkampf führen, liebe Genossinnen und Genossen. Dieses Geld wird woanders gebraucht. Die Linke, liebe Genossinnen und Genossen, da sind wir uns völlig einig, ist eine eigenständige Partei, natürlich mit eigenständiger Programmatik. Und niemand hier will doch in irgendeiner Weise einen Lagerwahlkampf führen. Für uns ist im Wahlkampf das Allerbeste, wenn über Inhalte gestritten wird. Dann sind wir gut, weil wir da besser sind als die anderen. Das muss unser Ziel sein. Und liebe Genossinnen und Genossen, auf eins, das können wir doch allen sagen, da ist Verlass. Niemand der Abgeordneten im nächsten Deutschen Bundestag, kein Mensch wird Angela Merkel wählen. Das ist ganz sicher. Das werden SPD und Grüne nicht tun. Aber wir können es sagen, dieses Alleinstellungsmerkmal ist unser. Niemals werden wir Angela Merkel werden. Und die Menschen in dem Land würden ja ganz gerne wissen, wofür die Sozialdemokraten denn stehen und wo sie denn hinwollen. Mich würde mal interessieren, was wollen die denn zum Beispiel bei Steuern? Ihr habt da noch null gehört. Die können doch nicht ernsthaft meinen, das soll alles so bleiben. Also ich meine, dann gibt es überhaupt gar keine Grundlage. Ich erwarte, dass selbstverständlich Umverteilung von oben nach unten stattfindet. Das ist doch wohl elementar. Aber wenn das Niveau ist wie bei der Rente, das ist doch völlig unzureichend. Das geht so überhaupt nicht. Ich meine, die sollten mal nach Österreich gucken. Da sieht man doch, wie es macht. Die müssen ja nicht unser Konzept nehmen. Aber wenigstens das, 800 Euro mehr für jeden, das wäre der richtige Weg. Liebe Genossinnen und Genossen, es reicht eben nicht, wenn die SPD nur das Ziel hat, den Lokführer auszuwechseln. Der Zug muss in eine andere Richtung fahren, nämlich in Richtung Gerechtigkeit, liebe Genossinnen und Genossen. Liebe Genossen und Genossen, wir haben gezeigt, dass wir Oppositionsführerschaft können. Und wir bleiben dabei, und das ist Konsens, das ist heute mehrfach beschlossen worden, wir kämpfen um einen Politikwechsel in Deutschland und in Europa. Und ich will auch eins sagen, 1000-mal haben wir alle, und zwar ohne Differenz in Fraktion und Partei, gesagt, natürlich sind wir auch bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Es ist überhaupt gar keine Frage. Natürlich sind wir das.
Aber eben nur mit unserer Programmatik gehen wir in den Wahlkampf und nichts anderes. Und völlige Überraschung. Ja, selbstverständlich gibt es in unserer Partei unterschiedliche Sichten, was das Regieren betrifft und so weiter. Aber wir können da mal etwas entspannt sein. Um die Frage geht es im Moment noch nicht. Und ich finde, die Diskussionen haben jetzt nicht die allerhöchste Qualität. Ich sage mal, wer das unbedingt lesen will, Rosa Luxemburg, Eduard Bernstein, Karl Kautsky, wunderbare Debatte, regieren oder nicht regieren, ist eigentlich alles gesagt. Wir sollten jetzt um ein starkes Ergebnis kämpfen. Um das andere können wir später kämpfen. Das macht im Übrigen auch ein Parteitag. Nur der entscheidet, niemand anderes. Und zum Schluss werden wir den Mitgliederentscheid haben, wenn es denn überhaupt dazu kommt. Wir müssen uns doch nicht jetzt darum eine Birne machen, ob wir vielleicht regieren. Und es ist eine Frage, die heute wir alle, ob Sarah oder Katja oder Bernd und ich, immer die gleiche Frage. Regierungskurs oder Oppositionskurs? Und ich sagte, da gibt es eine ganz klare Antwort. Erfolgskurs, liebe Genossinnen und Genossen, das ist unser Weg. Und natürlich ist es so, dass wir insbesondere nach der Wahl in Nordrhein-Westfalen, wo es jetzt eine schwarz-gelbe Koalition geben wird, ja, wir werden die Auseinandersetzung mit dem konservativen, liberalen Block annehmen, liebe Genossinnen und Genossen, und zwar mit ganzer Kraft und mit ganzer Leidenschaft und mit allem, was wir haben. 12 Jahre Kanzlerschaft von Angela Merkel, die reichen, liebe Genossinnen und Genossen. Und es ist doch überhaupt nicht zu fassen, wenn jetzt die One-Man-Show Christian Lindner nun wieder ernsthaft als Koalitionspartner ins Gespräch bei der Union gebracht wird. Das ist die FDP, die mit ihrem immer noch neoliberalen Programm zu Recht 2013 aus Regierung und aus dem Parlament geflogen ist. Merkel, Schäuble, Seehofer und Lindner, dieser konservative Block, die verhalten sich doch jetzt schon so, als hätten sie die Wahl gewonnen, als wenn das ihr Land ist. Und ich sage euch, das ist nicht das Land von Angela Merkel und Wolfgang Schäuble. Das ist unser Land. Holen wir es uns zurück. Herzlichen Dank.